Ein Regenbogen auf dem Tablet, Diamanten auf dem Smartphone und Pac-Man auf dem Laptop. Wir haben unsere Gadgets mit lustigen Höhen verkleidet. In unserem neuen Video erfahrt ihr, wie ihr für eure Lieblingsgadgets stressfreie Höhen machen könnt. Rosie ärgert sich und Stevie eilt zur Rettung. Mal sehen, was sie da so treibt. Oh, Rosies Chat besteht nur aus Emojis. Das sieht nach einem guten Gespräch aus. Um Rosies Emoji-Sucht zu heilen, hat Stevie etwas Besonderes. Eine ungewöhnliche, weiche Hülle. Schneidet ein Kreis aus Pappe aus. Verfolgt es auf Schaumgummi. Schneidet dann einige Stücke aus. Bemalt es mit gelber Latexfarbe. Schneidet die Emoji-Details aus Schaumstoff. Geben wir jedem Emoji verschiedene Emotionen. Und klebt die Emojis auf eine Tablethülle. Stevie testet seine Erfindung. Es scheint, als wären die Emojis lebendig geworden. Sobald er sich für ein Emoji entscheidet, ändert sich Rosies Gesicht. Was für ein lustiges Spiel. Aber Rosie sieht das anders. Ich will sie lieber verschicken. Aber dann mag sie doch die weichen Smileys. Stevie stolpert über seine eigenen Füße und fällt sogar in Zeitlupe. Gut, dass er weich landet. Bemalt eine Silikonhülle mit hellblauer Acrylfarbe. Lasst uns Schleim machen und mischt Kleber mit Rasierschaum. Fügt noch ein paar Tropfen Borax hinzu. Und knetet den Schleim. Schneidet das Ende von einem kleinen Ballon ab. Befüllt es mit Schleim und bindet das Ende zu. Ihr braucht mehrere Ballons. Klebt sie dann auf die Hülle. Deckt den Rest des Gehäuses mit weißem Kleber ab. Streut Glitzer darüber. Und bringt Dekosterne an. Rosie schafft es, Stevie vor Kopfverletzungen zu schützen. Er ist gerettet. Was ist das für eine Hülle? Es ist Lumpy Space Princess aus Adventure Time. Es ist weich und beruhigt die Finger. Ich liebe Squishies. Rosie schaut sich lustige Videos an. Vielleicht war es ein Fehler, das Video ihrer Freundin zu zeigen. Blondie nahm gerade einen Schluck von ihrem Tee. Hoppla! Rosies T-Shirt ist ganz nass. Um ihre Freundin zu beruhigen, holt Blondie eine Anti-Stress-Hülle. In diesen Strohhalmen befinden sich Flüssigkeiten. Schneide klare Strohhalme auf die Länge eines Smartphones zu. Wickelt am Ende Backpapier um und verschließt es mit einem Glätteisen. Schneidet dann den Überschuss ab. Vermischt Farbe mit Wasser und fügt Glitzer hinzu. Befüllt eine Spritze mit dem Wasser und befüllt die Strohhalme damit. Fügt ein wenig Babyöl zu jedem Strohhalm hinzu. Verschließt das andere Ende mit einem Glätteisen und klebt die Strohhalme auf das Gehäuse. Bringt einen kürzeren Strohhalm in der Mitte an, damit die Kamera offen bleibt. Die Hülle beruhigt Rosie wirklich. Sie beobachtet, wie die hellen Farben in den Strohhalmen herumwirbeln. Und sie ist nicht mehr sauer auf Blondie. Puh, die Freundschaft ist gerettet. Rosie versucht, ein gutes Foto zu machen. Aber die Selfie-Götter sind heute eindeutig nicht auf ihrer Seite. Das Licht stimmt nicht. Stevie hat die endlosen Fotoposen von Rosie satt. Auch dafür hat er eine besondere Hülle. Sie ist strahlend, genauso wie Rosie. Bemalt deine Hülle mit Acrylfarbe. Beschichtet es dann mit Kleber und bestreut es mit Glitzer. Zerteilt eine alte CD. Verwendet eine Diamantenvorlage, um eine Form auszuschneiden. Klebt die Diamanten auf das Gehäuse.
zeichnet dann Diamantenfacetten mit einem Marker, bedeckt die Diamanten mit klarem Glitzernagellack. Stevie bringt die Hülle an. Wie schön! Aber Rosie wird durch die Hülle geblendet. Stevie hat auf ein anderes Ergebnis gehofft. Die Diamanten scheinen direkt in unsere Augen. Was für eine Katastrophe! Aber Rosie mag es, wie diese Diamanten funkeln. Toll! Jetzt dauern die Fotos noch eine Stunde. Blondie putzt gerade. Aber ihre Perfektion überschreitet die Grenze. Sie fand einen winzigen Kratzer aus dem letzten Jahr. Und ein Topf, der seit etwa 10 Jahren keinen Deckel hatte. Ganz zu schweigen von dieser Pfanne. Okay, meine Freundin braucht eine Pause. Hier ist eine Hülle, speziell für die gemacht, die es lieben zu schrubben. Verfolgt eine Hülle auf Karton. Legt das ausgeschnittene Stück in die Hülle. Schneidet die Öffnungen für die Kamera und das Blitzlicht aus. Schraffiert die Pappe mit verschiedenen Buntstiften. Mischt jetzt Spülmittel und schwarze Acrylfarbe. Bedeckt die Hülle mit der Mischung. Wartet, bis die Farbe getrocknet ist und legt den Karton hinein. Blondie benutzt einen Zahnstocher und kratzt Symbole auf die Hülle. Wow, das ist echt cool. Hinter dieser dunklen Schicht verbirgt sich eine bunte Welt. Sie kann eine Pause machen und ein paar nette Bilder zeichnen. Stevie liebt es, Pac-Man zu spielen. Aber heute hat er kein Glück. Die Geister sind überall. Und sie sind so unhöflich. Er verliert zum 1000. Mal. Er ist gerade dabei auszuflippen. Aber bevor er seinen Laptop kaputt machen kann, sieht er seinen erstaunlichen Stressabbauer. Schneidet ein Rechteck in der Größe eures Laptops aus dickem Filz. Zeichnet Pac-Man-Teile auf Karton und auch Teile vom Labyrinth und dem Gegner. Schneidet dann alles aus. Verfolgt die Vorlagen auf buntem Schaumgummi. Schneidet so viele Stücke aus, wie ihr braucht. Klebt das Labyrinth auf den Filz. Bedeckt es mit schwarzem Tüll. Schneidet dann doppelte Figuren aus selbstklebendem Schaumgummi aus. Befestigt sie auf dem Tüll. Gebt gelbe Perlen zwischen Filz und Tüll hinein. Klebt kleine Pac-Man-Figuren aus strukturiertem Schaumgummi an den Ecken. Verwendet dafür Heißkleber. Schneidet ein paar Geister aus der glänzenden Schaumstoffplatte. Und befestigt sie an dem Labyrinth. Klebt noch Augen auf die Charaktere. Schneidet dann aus glänzendem Schaumgummi einen Rahmen und Ecken aus. Klebt sie auf und schneidet den überschüssigen Tüll ab. Schneidet den Titel des Spiels aus einem Stück Schaumgummi aus. Befestigt es in der Mitte. Klebt Gummibänder auf der Rückseite an, damit es am Laptop befestigt werden kann. Die weiche Hülle beruhigt Stevie. Dieser Pac-Man gewinnt nicht jede Runde. Aber es wird ihn beruhigen. Macht euch bereit, Geister! Stevie ist zurück. Wir gucken einen Film. Es ist wirklich traurig. Und noch trauriger, als wenn Mufasa im König der Löwen stirbt. Wie können wir uns wieder aufmuntern? Nur mit unserer Regenbogenhülle. Tupft eine Tablethülle mit weißer Acrylfarbe. Zeichnet mittig einen Kreis. Und lasst es strahlend aussehen. Zieht Linien von der Mitte aus. Und zeichnet im Kreis gebogene Segmente. Verziert die Hülle mit verschiedenen Acrylfarben. Bemalt auch kleine Behälter mit Acrylfarbe. Befestigt diese an jedem Abschnitt. Macht jetzt Schleim, mischt Kleber und Farbe und gebt Borax hinzu. Macht 2 Farben vom Schleim und befüllt 2 Behälter damit. Füllt die anderen Behälter
mit Ton, Glitzer und Perlen. Wir öffnen die Behälter und finden darin eine Schatztruhe. Meine Güte, hier ist Schleim und Glitzer und Perlen. Lasst uns den Schleim und den Glitzer mischen. Formt Figuren aus Ton und vergesst eure Probleme. Bei diesem magischen Regenbogen fühlt sich jeder besser. Und wir sind nicht mehr traurig. Es scheint, als würde Rosie an ihrem Gesang arbeiten. Stevie respektiert seine Freundin. Aber als sie anfängt zu singen, verwandelt sich die Freundschaft in Folter. Mein armes Trommelfell. Stevie verliert die Nerven, als er den Gesang hört. Irgendjemand sollte diesen musikalischen Angriff stoppen. Nur eine Spinnerhülle kann da helfen. Tupft eine Hülle mit weißer Acrylfarbe und zeichnet ein Gurt. Malt das Hemd mit grüner Acrylfarbe und den Spinner mit roter Acrylfarbe. Klebt es in die Mitte der Hülle. Stevie dreht den Spinner. Ein paar Drehungen und Rosie wirkt nicht mehr so laut. Aber der größte Trick der Hülle liegt noch vor uns. Rosie ist so abgelenkt von der Hülle, dass sie sogar aufgehört hat zu singen. Puh, ein Glück! Wie fandet ihr unsere heutigen Ideen? Schreibt uns, welche Hülle ihr am besten fandet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.